Gleich zu Beginn des ersten Romanfragments des in leonischen Hexametern verfassten Rurtlieb begegnet die Fortuna Malle Fida, die dafür verantwortlich ist, dass der noch namenlose Held von seinem Lehnsherrn für seine Diensttreue im Kampf gegen ihre Feinde nur leere Versprechungen, aber keinen Lohn erhält. Diese Formulierung verweist auf das boetianische Fortuna-Konzept, das sich im antiken Fatum abarbeitet und seine christliche Adaption. In der Consolatio Philosophiae taucht sie ebenfalls ganz zu Beginn auf, als sich der Gefangene darüber beklagt, dass ihm ohne Schuld weltliche Anerkennung, Ämter und schließlich die Freiheit entzogen worden waren. In der antiken Tradition steht Fortuna, später erst personifiziert in der römischen Göttin Fortuna und ihrem griechischen Pendant Tyche, zunächst für alles Willkürliche in der irdischen Welt, wobei der hoffnungslosen Ausgeliefertheit Erwägungen gegenüberstehen, den Zufall aktiv einzuschränken und zu kontrollieren. In der polemischen Skepsis Ciceros gegenüber dem Losen als Instrument der Wahrsagerei, das er mit den Würfeln gleichsetzt, wird dies etwa deutlich. Wenn Seneca schließlich zur Rückbesinnung auf die inneren Werte aufruft, auf die Fortuna keine Verfügungsgewalt ausüben könne, geschieht genau dies bei Boetius. Im Gespräch mit der Philosophie lernt der Gefangene, dass Fortuna nur über das Materielle herrscht und in der Wahrnehmung des Menschen ebenso zufällig geben wie nehmen kann. Tatsächlich seien die Entscheidungen der Fortuna aber alles andere als zufällig, sondern gründeten in dem Selbsterkennungsprozess, zu dem der Mensch gezwungen wird und der ihn zuletzt zum Summum Bonum führen soll. Diese Fortuna ist Instrument und zeichenhafter Ausdruck göttlicher Providenz. Sie ist es, die im Rurtlieb beim Schachspielen am Walten ist. Das zu erkennen gelingt dem Helden aber erst allmählich. Schließlich ist er in Sachen Fortuna ein gebranntes Kind und befürchtet zu Beginn der Partie gegen den Herrscher, dass ihm diesmal das Glück, die Partie zu gewinnen, nur deshalb gewährt werden könne, um gehässigerweise trotzdem Schaden zu erleiden. Jedoch gewinnt Rurtlieb nicht nur die Partie, sondern sie sichert ihm diplomatischen Erfolg, wodurch er seine Diensttreue gegenüber dem Rix Major beweist. Dass wie bei Boetius die Fortuna Malefida am Anfang des Romans steht, ist für den Rurtlieb daher programmatisch. Im Reich der christlichen Utopie gelingt, was in der Heimat scheinbar bloß der Laune Fortunas unterworfen und dem Einfluss des Menschen gänzlich entzogen ist. Der Held durchläuft in Afrika einen Erkenntnisprozess, der zu einer Bewusstseinsänderung führt und Fortuna ihm als göttliche Providenz offenbar werden lässt. Dass Rurtlieb sein Erziehungsprogramm, die Abkehrung vom Materiellen, die Hinwendung zur Weisheit und zur Erkenntnis providenzieller Ordnung ausgerechnet auf dem Schachbrett absolviert, ist dabei kaum ein Zufall. Stehen die Würfel in der christlichen Tradition für die Willkür des Teufels, die freilich selbst in die göttliche Vorsehung eingebunden ist, wird das Schachspiel als Symbol christlicher Weltordnung angesehen, dass das Spielen gilt als Ausdruck von Weisheitserkenntnis, welche den Gewinner prädestiniert, was nur im literarisch eher selten belegten Idealfall, etwa bei Salomon, per se mit der Königsherrschaft zusammenfällt. Entwickelt sich der babylonische Erfindungsmythos in seiner religiösen Überbietungslogik und christlich-missionarischen Konzeptualisierung auch erst mit den Schachbüchern ab dem 13. Jahrhundert, ist die Engführung von Philosophie und Schach bereits in den frühesten nichtchristlichen Quellen vollzogen. Das Schachspiel ist sozusagen als Rurtliebs Meisterstück zum Abschluss der Lehrzeit im Dienste des großen Königs zu verstehen. Trotzdem er mit denselben Fähigkeiten, die er nachher in den Dienst des großen Königs stellt, zu Hause erfolglos geblieben war, zeigt sich nach seinem Schachglück Fortuna anhaltend wohlgesonnen. Vielmehr wird er sogar qua Brief, der sich über die Geschehnisse in der Fremde informiert zeigt, in die Heimat zurückbeordert, weil er dort im Rat fehle. Wann und wo immer wir zum Gerichtstag zusammenkommen und zu vereinbarten Verhandlungen, da ist dir im Erteilen von Ratschlägen keiner gleich, der so gerecht und würdig Recht spräche. Die diplomatischen Befähigungen Rurtliebs erweisen sich aus Perspektive des utopischen Exils, in dem er die Lehre erhält, als providenzielle Prädestination, die so das Versprechen in Zukunft auch in der Heimat anerkannt werden. Nicht nur der kleine König und seine Höflinge wurden im Schachspiel besiegt, sondern auch Fortuna als immanente Wahrnehmungsstruktur muss sich geschlagen geben und wird durch die Erkenntnis eines göttlichen Gnadenkonzepts ersetzt. Rurtlieb wächst qua Durchgang durch das Exil maximaler Ordnung,
im Kontrast zur späteren arthurischen Aventüre, über die Zufälligkeiten dessen hinaus, was man sich an Erfolg und Glück erwerben kann. Walter Haug hat daraus berechtigten Schluss gezogen. Das Unglück zu Hause ist nicht das übliche Eingangsmotiv des Märchens, sondern es ist das Spiegelbild eines Bewusstseinszustandes, der den Helden zunächst charakterisiert. Bei der Königsbegegnung erst erkennt er, dass nur ein Handeln in Stellvertretung Christi dem Einfluss der Fortuna entzogen ist. Wahre Weisheit bedeutet Absehen von sich selbst, Absehen von Verlust und Gewinn, bedeutet, dass man Unrecht nicht Zug um Zug aufrechnet, sondern es durch Verzicht auf Rache aufhebt. Somit entspricht die Fortuna-Semantik im Ruhrtlieb keinem zyklischen Modell von Aufstieg und Fall, sondern Fortuna wird durch ein höfisches Heilskonzept ersetzt, in dem ihre launische Schicksalhaftigkeit im Sinne des antiken Fatum nicht blind gegen die über Einzelindividuum kontingente Entscheidungen herbeiführt und durch die Prädestination des höfischen Helden, die ihn zu gutem und gerechtem Handeln befähigt und mit der ausgestatteten Ruhrtlieb schon in den ersten Zeilen eingefügt wird, in den scheinbaren Zufall als gerechte Erfüllung göttlicher Vorsehung erscheinen lässt. Trotz sich überschneidender Motivik, gerade zu Beginn des Romans, Darstellung der Abschiedsszene, Jagdmotiv, Leben im fremden Hof, liegt gegenüber dem klassischen Aventüre-Roman Chrétiens, den es zur Entstehungszeit des lateinischen Textes erst noch zu erfinden gilt, im Ruhrtlieb jedoch ein gerade umgekehrtes Verhältnis zwischen Heimat und Exil in Bezug auf die Fortuna vor. Der Fortuna Malefida unterworfene Ort ist nicht das chaotische Außen, durch welches der Held hindurch muss, um sich selbst und zu einer Restitution gefährdeter Ordnung zu gelangen, von der die fragile Idealität des Artushofes bedroht ist. Der Aventüre-Ritter muss sich dem Zufälligen aussetzen. Er muss seine Emergenz erwarten und suchen, ohne dass er wüsste, was ihm begegnen wird. Diese bedrohliche Zufallsunterworfenheit, die aber seit der christlichen Überformung des antiken Fatum gleichzeitig in Gottes Gnadenkonzept eingefaltet ist, wird deshalb auch gern in Metaphern des Würfelspiels ausgedrückt. Gott hat wohl zu mir getan, dass er mich hart gewieset her, da ich nach meines Herzen gär, finde gar ein Wunschspiel, da ich Lützel wie der Phil mit einem Wurfe wagen mag. Ich sucht es uns an diesen Tag, Gottelob, nu han ich's funden, da ich wieder tüsen Stunden wagen in dem Pfennig. Dis sind gnädiglichen Gding, dass ich hier finde solch Spill. Und selbst wenn ihm im Vorfeld Einzelheiten der Aventüre bekannt gemacht werden, ist es schließlich mindestens der Kampf, der Kern der Aventüre, der dem Zufall unterworfen bleibt. Denn nur dann, wenn Alia hinzutritt, ist es ein wahrer Aventüre-Argon. Nur wenn der Ausgang nicht offensichtlich vorherbestimmt, sondern durch Zufall per Akzidenz entschieden wird, kann Ehre verdient werden. Ein Kampf gegen einen ungleichen Gegner, der für den Protagonisten nur ein Schwächerer sein kann, gilt daher per se als unhöfisch. Ruhrtlieb, der namenlose Held, verlässt seine Heimat, weil sie nicht von einer idealen, gerechten Ordnung, sondern von der launischen Fortuna beherrscht wird, die sich gegenüber gerechtem Handeln blind zeigt. Die Exile-and-Return-Struktur führt Ruhrtlieb nicht der zufälligen Aventüre zu, sondern in eine christliche Utopie, die es nicht nur in der eigenen Gesellschaft zu installieren, sondern deren Erkennen vom Helden selbst erst noch erlernt werden muss. Fortuna wird im Ruhrtlieb durch Weisheit, eigenem klugen Handeln und klugem Rat bewältigt, nicht indem man sie als Realität akzeptiert und bekämpft, um die Ordnung immer wieder aus dem Chaos heraus neu zu erschaffen. Konsequenterweise wird Ruhrtlieb das erste Mal mit seinem Namen genannt, als der Brief der Mutter aus der Heimat eintrifft, mit der Bitte, seine Weisheit zukünftig wieder in den Dienst der heimatlichen Herren zu stellen. Die Erkenntnis göttlicher Providentia mittels in der eigenen Weisheit in der Fremde wird narrativ gewissermaßen als Taufe inszeniert, die auf dem Rückweg sich zunächst scheinbar aventürehaft zufällig ergebenden Ereignisse offenbaren sich dem Leser sogleich als lebenswirkliche Bestätigungen der zuvor vom Rex Major erteilten Ratschläge. Aber auch für Ruhrtlieb ist diese Einsicht keine leidvoll zu erfahrene Erkenntnis, die durch eigene Fehler erarbeitet werden muss, sondern sofort so eindeutig und unmittelbar durchsichtig, dass sie ihm nur ein müdes, wissendes Lächeln abbringen kann. Die scheinbare Aventürewelt entpuppt sich final motiviert als eine von Gott durch und durch auf die Ratschläge hingeordnete und in der der Held sein Wissen und seine Fähigkeiten nur noch
anzuwenden braucht, um positiv zum Ziel zu gelangen. Nur muss diese Weisheit mit dem Helden zuletzt noch in die Heimat zurückkehren und diese nach dem Modell der Utopie umformen. Die alte Fortuna Malefida wird dann auch dort ausgedient haben.